Heute geht es zu einem Tagesurlaub nach Wesel. Das glaubt ihr nicht? Ihr werdet staunen, was die Hansestadt Wesel alles zu bieten hat. Obwohl das Wetter nicht ganz mitgespielt hat, wurde es ein schöner Sonntagsausflug. Diese Aufnahmen entstanden spontan mit dem Smartphone. Weitere Informationen sind auch in der Videobeschreibung zu finden. Zunächst starte ich meinen Spaziergang an der Rheinpromenade. Hier gibt es Gastronomie, das Rheinbad, ein Reisemobilstellplatz, einen kleinen Flugplatz, den Yachthafen und einen Minigolfplatz. Mir begegnen dabei Drehorgelspieler, Fahrradfahrer und Spaziergänger, die hier ihre Freizeit genießen. Die Rheinpromenade ist etwa 1200 Meter entfernt von der Innenstadt. An der Promenade gibt es Bänke, die zum Verweilen einladen. Das Beobachten der Schiffe ist vor allem für die Landratten ein tolles Schauspiel. Genießen wir gemeinsam die Impressionen und das Vorbeifahren der Schiffe. Das Baden im Rhein ist gefährlich und nicht ohne Grund untersagt. In den vergangenen Jahren sind im Rhein immer wieder Menschen ertrunken. Die Strände sind jedoch frei zugänglich und vermitteln bei einem Bummel direkt ein Urlaubsgefühl. Die River Lady wurde nach Originalbauplänen eines Mississippi-Dampfers umgebaut. Bis zu 250 Fahrgäste finden hier Platz. 225 weitere Plätze gibt es auf dem Freideck. Der Anlegesteg befindet sich direkt an der Rheinpromenade. Der Yachthafen hat seine Einfahrt bei Rheinkilometer 816,5. Hier gibt es Liegeplätze für Boote von 6 bis 15 Metern. Der Auesee in Wesel ist sehr beliebt bei Schwimmern, Seglern und Tauchern. Der Auesee ist ein Naherholungsgebiet und liegt in der Nähe der Rheinpromenade. Der See bietet den Besuchern einen Sandstrand und wunderbares, klares Wasser. Der Badebereich ist kostenfrei für Schwimmer zugänglich. Die Zitadelle Wesel ist die größte noch erhaltene Festungsanlage am Niederrhein. Heute befindet sich hier auch das LVR Niederrhein Museum. Während des Rundgangs durch die Ausstellungsräume kann sich der Besucher über die 700 Jahre deutsch-niederländischer Geschichte informieren.